Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es diese super leckeren Käseteilchen. Ich weiß gar nicht, wie ich sie so recht nennen soll. Sie sind wie Brötchen, sie werden aber nicht gebacken, sondern gebraten. Und die sind ruckzuck gemacht. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Für die leckeren Brötchen verwende ich 2 Gläser Mehl. Ich habe jetzt hier so ein 200 ml Glas als Maß benutzt. 2 Gläser Mehl und ein halbes Päckchen Backpulver, ein halbes Glas Milch, ein Viertel Glas Öl, ein Ei, 3 Frühlingszwiebeln, die habe ich klein geschnitten, ein bisschen Petersilie, auch fein geschnitten, dann habe ich noch 50 Gramm geriebene Mozzarella und 50 Gramm Feta-Käse. Ihr könnt den Käse nehmen, den ihr gerne möchtet, den ihr dann noch im Kühlschrank habt, oder ihr könnt auch klein geschnittene Salami oder Schinken reintun. Das ist alles optional, kann man so ein bisschen machen, wie man es möchte. So, und dann habe ich noch Gewürze, Salz, Pfeffer und Chiliflocken, und dann können wir auch gleich loslegen. So, ich fange nur an. Ich verrühre erstmal die Milch zusammen mit dem Ei. Umrühren. Und dann würze ich das auch gleich schon, und zwar ein bisschen Salz. Beim Salz vorsichtig sein, weil es kann sein, dass der Käse schon salzig ist, den ihr benutzt. Also würde ich immer so ein bisschen aufpassen. Dann ein bisschen Pfeffer. Und ein bisschen Chili ist natürlich auch optional. Wenn ihr es nicht mögt, dann lässt ihr es einfach weg. Dann nehmen wir die Frühlingszwiebeln. Petersilie, der Feta-Käse, den habe ich mit einer Gabel so ein bisschen krümelig gemacht, und der Mozzarella-Käse, so ein bisschen verrühren. Darauf kommt jetzt das Mehl und das Backpulver. Das verrühre ich jetzt, soweit ich kann, und wenn es sich so ein bisschen gut verbunden hat, dann fange ich an, mit der Hand zu kneten. Das war es auch schon, ist jetzt fertig. Ich nehme jetzt so ein ganz bisschen Mehl und streue das darüber. Und ein bisschen Mehl tue ich auf meine Arbeitsfläche. Und da wird der Teig jetzt draufgetan. So, ist leer. Das kommt jetzt hier rauf. Und jetzt nehme ich wieder ein bisschen Mehl und streue das darüber. So ein bisschen meine Hände auch einnehmen, und dann drücke ich das runter und mache einen Kreis draus, so gut wie es geht. Den Kreis müsst ihr, je nachdem welche Pfanne ihr benutzt, in der Größe der Pfanne machen. Ein bisschen kleiner sollte der Kreis sein, weil das ja noch aufgeht beim Braten. Ich zeige euch jetzt auch nochmal, wie dick das ist. Das ist ungefähr, ja, so ein Finger dick. Und jetzt mache ich da so Viertel bzw. 8 Teile draus. Perfekt. Und jetzt können wir das auch schon gleich braten. So, zum Braten erhitze ich jetzt die Pfanne und tue das Viertel Glas Öl da rein. Das Fett ist jetzt heiß.
goldbraun sind, dann wende ich die Teilchen und dann wird die andere Seite gebacken. Öl dazu. Die leckeren Teilchen sind jetzt fertig und ein bisschen abgekühlt. Ich zeige euch auch noch mal, wie die von innen aussehen. So, ich habe hier ein bisschen krosser gebraten. Müsst ihr halt mal gucken, den Herd nicht zu hoch stellen, weil die sonst innen nicht richtig garen und von außen sofort braun werden. Da ist ja auch der leckere Käse drin. Seht ihr ja hier. Duftet hier unglaublich gut. Schade, dass ich das nicht irgendwie übertragen kann. Probiert die unbedingt mal aus. Die sind super schnell zu machen und schön würzig und kann ich nur empfehlen. Probiert es unbedingt mal aus zum Brunch oder zum Frühstück. Auch wunderbar, wenn man kein Brot zu Hause hat. Eine gute Alternative. So, ich trinke dazu jetzt einen leckeren türkischen Tee und ich wünsche euch alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.